Sehr geehrter Herr Bundespräsident, sehr geehrte liebe Frau Köhler, Dr. Görs, lieber Anselm, meine sehr verehrten Damen und Herren, im 20. Jahr Ihres Bestehens verleiht die ökologisch-soziale Marktwirtschaft, das Forum für ökologisch-soziale Marktwirtschaft, den Adam-Smith-Preis für marktwirtschaftliche Umweltpolitik an unseren ehemaligen Bundespräsidenten, an Professor Dr. Horst Köhler. Ein Konservativer, ich weiß nicht, ob ich Sie damit richtig beschreibe, aber ich glaube schon. Und zwei Laudatoren aus ganz anderer Richtung, ein Grüner und ein Sozialdemokrat, aber das klang ja eben in der Rede von Herrn Dr. Görs schon an. Und eigentlich liegt darin auch die ganze Hoffnung, dass nämlich quer durch die politischen Lager und über die politischen Lager hinweg die Frage, müssen wir unsere Produktionsweise, müssen wir unsere Lebensweise ändern, damit wir gemeinsam auf diesem Planet weiter existieren können, dass diese Frage gemeinsame Antworten findet. Andernfalls, und zwar nicht nur in einem Land und nicht nur auf einem Kontinent, sondern es ist eine globale Frage, es ist unsere gemeinsame Überlebensfrage. Ohne Akzeptanz der Mehrheit der Menschen, der großen Mehrheit schließlich der Menschen, dass wir diese Veränderungen machen müssen, wird es nicht gelingen. Sie müssen es nämlich alle auch selber wollen und machen. Und diese Akzeptanz wiederum wird es nur geben, wenn es eine große öffentliche Debatte darüber gibt. Das kann man nicht befehlen. Anselm Görs hat das eben an einem anderen Punkt, einer möglichen Fehlentwicklung der Umweltbewegung hin zu der Vorstellung, man müsse das dann halt diktieren, schon klar gemacht. Also ohne öffentliche Debatte wird es diese Akzeptanz nicht geben. Und wer in der öffentlichen Debatte sich positioniert und ob dann glaubwürdige Stimmen in der öffentlichen Debatte sich dafür positionieren, das ist ganz wichtig dafür, ob es nachher die Akzeptanz auch gibt. Und deswegen sind öffentliche Parteinahmen für diese Ziele von anerkannten Persönlichkeiten so wichtig. Und Horst Köhler hat als Bundespräsident und nicht nur in der Zeit, vorher schon, zum Beispiel als IWF-Chef und später auch nach seiner Bundespräsidentenzeit sich immer wieder völlig klar und eindeutig positioniert. Es muss diese Änderung geben. Und diese Änderung, die erste Aufgabe ist, wenn sie so tiefgreifend ist, wir müssen den Menschen die Angst vor dieser Änderung nehmen. Und da will ich Horst Köhler zitieren. Klimaschutz bedeutet nicht notwendigerweise Verzicht. Im Gegenteil, wir werden in Zukunft auf viel mehr Wohlstand verzichten müssen, wenn wir nicht in den Klimaschutz investieren. Und Nicholas Stern zum Beispiel kommt dann mit derselben These und sagt, es wird ein Vielfaches, das Nichthandeln wird um ein Vielfaches teurer als das Handeln. Und ein anderes Zitat von Horst Köhler, und wenn wir uns die dramatischen Schäden ersparen, die der Klimawandel hervorrufen kann, dann ist auch das ein Vorteil, der bares Geld wert ist. Es gibt Berechnungen, die besagen, dass Klimaschutz kostet, dass Klimaschutz 1% des Weltsozialprodukts kostet, ein Verzicht auf Klimaschutz aber würde bis zu 20% des Weltsozialprodukts kosten. Dann stellen Sie selbst die Rechnung ein bisschen in Frage, aber die Tendenz ist vollkommen eindeutig. Also durch Argumente, die Angst nehmen, im Gegenteil, wenn wir nichts tun, kriegen wir das Problem. Wenn wir etwas tun, haben wir jedenfalls die Chance, das Problem zu vermindern. Aber dabei ist Horst Köhler nicht geblieben. Er will Lust auf den Wandel machen. Und das finde ich übrigens richtig so. Ich habe das in meiner Heimatstadt beobachtet, wie wir in den frühen 80er Jahren aufgebrochen sind zu dem, was heute das IWES, das Fraunhofer-Institut für Windenergie und Systemtechnik ist und mit welcher Euphorie erst in einer kleinen Gruppe, dann in einer immer größeren und dann eine ganze Stadtgesellschaft erfasst war. Und schließlich hatten wir den Weltmarktführer für Wechselrichter in unserer Stadt oder direkt vor den Toren mit 5000 Arbeitsplätzen. Alles eine Situation, die in 25 Jahren aus einem Garagenunternehmen und einem Arbeit an der Hochschule entstanden ist, mit unglaublich viel Freude an der Innovation. Und deswegen heißt es dann bei Horst Köhler auch ganz folgerichtig, nehmen wir uns deshalb die nächste industrielle Revolution bewusst vor.
Diesmal die ökologische industrielle Revolution. Dafür gute Voraussetzungen zu schaffen, verlangt ein intelligentes Zusammenwirken von Markt und Staat. Und die Verbraucher können auch wach und kritisch sein. Wir brauchen ein gesellschaftliches Klima der Innovationsfreude und ein starkes ökologisches Bewusstsein der Bevölkerung. Das ist Lust auf den Wandel. Und in der Tat, wer Lust auf den Wandel hat, wird ihn viel besser bewerkstelligen können, als wenn es nun gerade sozusagen nach dem Motto, wir zwingen euch dazu und ihr könnt nicht anders und so, sondern Spaß muss es machen. Dann geht es um die Frage, wie gestalten wir den Wandel? Was sind die richtigen Instrumente, mit denen wir das machen? Und auch da will ich zwei Zitate von Horst Köhler wiederbringen. Wir müssen jetzt den Paradigmenwechsel hin zu einer Wirtschaftsweise einleiten, die unser Planet verkraftet und die letztlich auch mehr Sinn stiftet. Die Nation, die sich am schnellsten, am intelligentesten auf diese Situation einstellt, wird Arbeitsplätze und Wohlstand schaffen. Auch auf die Gefahr hin, mich jetzt mit vielen anzulegen, wir sollten zum Beispiel darüber nachdenken, ob der Preis von Benzin nicht tendenziell höher als tendenziell niedriger sein sollte. Das Preissignal ist immer noch das stärkste Signal, damit die Menschen Verhalten ändern. Und an anderer Stelle, es ist wichtig, in den Preis einer jeden Sache und Dienstleistung einzurechnen, was sie die Allgemeinheit kostet. Kosten an sauberer Luft, an endlichen Rohstoffen, an Abfall, an Lärm und Staus. Dazu gehört die Fortentwicklung, jetzt wird es ganz europäisch aktuell, obwohl das 1909 gesagt worden ist. Dazu gehört die Fortentwicklung des Emissionshandels, der Abbau umweltschädlicher Subventionen ebenso wie eine Steuerpolitik, die mehr ökologische Anreize setzt. Ich bin überzeugt, die richtigen Preissignale, Kostentransparenz und das Bemühen um möglichst umweltschonendes Wirtschaften werden weltweit ein Wettrennen in Forschung und Wissenschaft auslösen. Also die Instrumente, völlig klar, es muss Preiswahrheit und Klarheit hinein. Und dann sieht die Welt im wahrsten Sinn des Wortes ein bisschen anders aus, als wir sie normalerweise gewohnt sind. Und schließlich, Horst Köhler war vollkommen klar, das ist auch ein soziales Thema. Verteilungsgerechtigkeit. Und ein Zitat dazu, wir brauchen einen ökologischen Umbau der Weltwirtschaft, der Rohstoffe und Energie spart und regenerative Energien voranbringt. Das alles werden wir am besten erreichen, wenn wir auch in der Weltwirtschaft konsequent marktwirtschaftliche Grundsätze verwirklichen und auch auf Verteilungsgerechtigkeit achten. Und zu dem Punkt will ich noch etwas sagen. Die Folgen des Nichttuns treffen in der Tat die Welt ganz unterschiedlich. Und der Süden ist viel mehr betroffen als der Norden. Und die ersten übrigens Demonstranten, die dann auch in Kopenhagen schon auftraten, das waren Regierungschefs von ganz kleinen Inseln in der Südsee, mit ihrer Bevölkerung, weil sie die Ersten sein werden, deren Heimat untergeht, wenn die Meeresspiegel steigen. Und dasselbe haben wir in Europa. Und deswegen will ich aktuell damit schließen, dass ich auf Europa eingehe, denn es geht eigentlich nicht darum, nachträglich nur zu würdigen, was Bundespräsident damals gesagt hat, sondern er hat ja damit eingegriffen in die politische Debatte und wir müssen die Debatte weiterführen und wir müssen zu Ergebnissen kommen. Das Europäische Gemeinsame Forschungszentrum der Europäischen Union hat ebenfalls berechnet, was es bedeutet, wenn wir nichts tun. Und kommt zu dem Ergebnis, dass ab dem Jahr 2070 bis um das Jahr 2100 etwa jedes Jahr 1,8%, dann ausgedrückt in 190 Milliarden Euro, 1,8% des Bruttosozialproduktes dann notwendig werden, um mit den Folgen fertig zu werden. Oder jedenfalls, die Folgen werden so sein, dass das die Länder stark trifft. Und jetzt kommt auch wieder das Interessante daran, die Kosten sind innerhalb Europas sehr ungleich verteilt. Beim ungebremsten Klimawandel entfallen fast 40% auf den Süden, also Spanien, Italien, Griechenland und Bulgarien.
Weitere 30% auf das südliche Mitteleuropa von Frankreich bis Rumänien. Ursache sind vor allem die Ausfälle in der Landwirtschaft. Auf das nördliche Mitteleuropa mit Deutschland als größter Volkswirtschaft kommen 25% der Verluste zu. Ganz im Norden, in der Ostsee, gleichen die Vorteile, die Nachteile des Klimawandels wieder aus. Also auch da eine ganz eindeutige Umverteilung in Europa. Und damit sind wir bei der entscheidenden Frage. Wenn, wie der Bundespräsident zu Recht gesagt hat, auch Verteilungsgerechtigkeit herrschen muss, weil andernfalls auch die Akzeptanz nicht zu erreichen ist, dann werden diejenigen, die am wenigsten betroffen sind, prophylaktisch und im eigenen Interesse übrigens, etwas hergeben müssen, um denen zu helfen, die ganz besonders betroffen sein werden. Ein Gedanke, der in einem Ihrer Artikel in der Süddeutschen Zeitung im Feuilleton ja auch sehr klar zum Ausdruck kam, Herr Bundespräsident. Und das heißt dann auch für Europa übrigens, und da zitiere ich jetzt das Handelsblatt, weil mir dieser Artikel, ich hatte ihn im Handelsblatt nicht erwartet, besonders gut gefallen hat, weil er eine richtige Regieanweisung ist für das, was wir machen könnten. Der Vorschlag der Chefökonomen des Handelsblatts Research Instituts, immerhin, heißt, lasst uns in ganz Europa, möglichst sollten alle mitmachen, die Energiesteuern um 10% erhöhen. Das wäre übrigens im Moment gar nicht schlimm angesichts des fallenden Ölpreises. Und dann haben wir im Jahr, Jean-Claude Juncker sucht ja, wie er Jahr für Jahr ungefähr, er spricht von einem 300-Milliarden-Programm, aber das ist nicht auf ein Jahr gemeint, sondern auf drei etwa, wie er das Geld zusammenbringt und wie er das angesichts all der Regeln, die wir uns gegeben haben, um die Haushalte in Ordnung zu bringen, übrigens auch vor der Bankenkrise in Ordnung zu bringen, das war ja die Hauptursache, wie er die Mittel zusammenbringen kann. Also 25 Milliarden aus der Erhöhung der Energiesteuern, billige Kredite von der EIB und jeder kann dazugeben, aber wer den Zuschuss nimmt, bekommt, muss selber nochmal auf jeden Euro 4 drauflegen, sei es als billiger Kredit oder als Eigenleistung, dann sind wir bei den 125 pro Jahr. Und wo wird es investiert? Es wird dort investiert, wo der Output-Gap am größten ist. Und das ist im Süden der Fall, das ist in unseren Krisenländern der Fall, dass die direkte Möglichkeit und investiert werden soll es in Maßnahmen der Energieeffizienz und der Förderung des Ausbaus der regenerativen Energien. Denn es ist ja nicht einzusehen, dass die Südländer Europas die besten Voraussetzungen für regenerative Energien haben, aber die größten Rechnungen für importiertes Öl und Gas ausgestellt bekommen. Das muss sich ändern und das kann sich nur ändern, wenn der reiche Norden ein bisschen solidarisch ist. Wir zahlen alle diese Steuer, aber vorzugsweise investiert wird dort, wo die Not und dann übrigens auch die Möglichkeiten über eine neue Umweltpolitik Entlastung zu schaffen, am größten ist. Sehr geehrter Herr Bundespräsident, ich finde es sehr schön, dass die Stiftung Ökosoziale Marktwirtschaft Ihnen heute diesen Preis verleiht. Sie haben ihn nun in der Tat durch Ihren Beitrag dazu, die öffentliche Debatte zu führen und Menschen zu überzeugen, sehr verdient. Es sollte, glaube ich, auch Herr Dr. Görres nicht ungesagt bleiben, das Forum hofft natürlich auch weiteren Aufwind für diese Gedanken und die haben wir bitter nötig, denn auch diejenigen, die sagen, wir sind in einer Wirtschaftskrise und wir können uns das alles gar nicht leisten, gibt es wieder. Und das ist so ungefähr das gedankenloseste Gerede, das man machen kann, denn wir tun immer etwas gegen die Krise. Die Frage ist, wo tun wir das Richtige? Herzlichen Glückwunsch, Sie haben ihn sehr, sehr verdient.